Aishi legt schon los und Matthias hat wieder sein übliches Problem. Oh, ich finde das Loch wieder nicht hier in der Steckdose. Jetzt. Aber solange Heike in der Nähe ist, hat der Mann einfach nur Gags im Kopf. Guck mal, jetzt hab ich wieder an die Decke gespritzt, an der Wand. Humor ist eben Geschmackssache. Ebenso wie Bodenbeläge. Matthias kombiniert helles Laminat und dunkle Fliese. Heike, Begeisterung sieht anders aus. Gefliest das? Ja. Ist hier gemacht. Na klar, guck doch mal, drei liegen schon. Man muss Geduld haben. Geduld. Hab ich nicht. Ja, das ist mir klar. Heike, wie sieht das mit Essen aus? Jetzt schon essen, weil du gerade mal vier Fliesen gelegt hast. Ja, das strengt an. Ja, ist klar, wenn du jetzt in der Hälfte wärst, da können wir drüber reden. Ja, das ist ja die Hälfte von der ersten Hälfte, deswegen. Wie sieht denn das aus? Kann ich im Bad schon auch schon was machen? Ja, du kannst eigentlich im Bad die Dielen schon mal rausrufen. Das Eisen liegt drüber. Ja. Nach dem Hammer kannst du mal der Heike fragen. Musst du mal gucken, wo die rumhängen. Ja, der wird bestimmt zu klein sein. Ne? Es kommt ja nicht nur auf die Größe an, sondern auch auf die Technik. Und die kann sich bei Aishi sehen lassen. Ja, der ist Hammer, ja, der ist Hammer, 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 Hammer. Wir haben es geschafft. Aber. Aishi, und wie sieht's aus? Ich hab's geschafft. Das ist doch gut. Zeig ich mal her, was du geschafft hast. Das ist doch gut. Aber möchtest du mal auf die Balken rumlaufen, ne? Ja. Nicht, dass du ja durchsprichst. Haben wir einen Durchbruch. Ja. Ja, da kannst du dann hier die USB-Platten reinlegen. Mhm. Fein. Schön gemacht. Geht los. Kann weitergehen. Zurück im Wohnzimmer hat Heike vorübergehend die Aufsicht übernommen. Keine gute Idee. Denn das macht Matthias nur mit Schugge. Das war ja viel zu kurz. Sissi, du hast mich abgelenkt, schon ist alles zu kurz. Da muss ich mit anpassen, da wird's länger. Ja, dann wird's zu lang. Kannst du auch nicht machen. Das Thema wird euch beiden wohl nie langweilig. Ja, Sex, finde ich, gehört zu einer guten Beziehung dazu. Das ist ja eigentlich der Sinn des Lebens. Sex zu haben und Kinder zu zeugen, das ist eigentlich so der Sinn. Ne? Ist eine schöne Sache. Warum legst du dich für die beiden eigentlich so ins Zeug? Ich bin mit Matthias gut befreundet. Wir kennen uns schon weit über 10 Jahre und durch eure handwerkliche Wille begabt bin, habe ich mich mit angeboten. Matthias schafft das schon, bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich weiß, was er drauf hat. Ich habe schon viel mit ihm zusammen auch gearbeitet und gemacht und der schafft das. Und mit der Heike als Unterstützung, denke ich mal, das passt. Die wird schon langsam fest. Wunderbar. Warte mal, servus. Die letzte Fliese. Ich bin relativ zufrieden. Es sind zwar nicht ganz gerade und nicht ganz so, aber ich meine, das Haus, das passt zum Haus. Ja, ich mache das immer per Auge, per Zufallsprinzip. Also wenn mir das passt, wenn mir das gefällt, dann ist das okay. Das Haus ist eh alles schief und krumm. Warum soll ich da die Fliesen gerade machen? Das ist ja Käse, ne? Ich bin auch zufrieden. Mir gefällt dir die Farbe. Ja, die hast du ja ausgesucht, ne? Jo. Ja. Ich extra ein Stück Laminat gesucht, damit es passt. Und mir gefällt es. Der Kontrast, jo. Und? Hast du es verdient? Ja. Klar, komm. Ja. Das hier hat doch länger gedauert, als ich dachte. Ja, meistens ist es so, also wir nehmen uns viel vor, aber wir schaffen dann doch weniger als gedacht. Aber das ist nicht so schlimm. Wir machen es dann halt am nächsten Tag, je nachdem wie Zeit ist. Meine Couch steht, die wird ausgeklappt, Fernseher an und in den Schlaf geguckt. Ja, das ist schön. So, komm. Jetzt kannst du hier schön bohren. Das Ganze soll ein Tunnel werden für Matthias Eisenbahn. Der Heike kann ja auch mal ein bisschen handwerklich was machen, was er noch nie gemacht hat. Da kann ich sehr langsam ranführen, dass er immer was macht. Mal was Neues. Muss mal sein. Mit Gefühl, du bist halt so brutal. Haltest du drüben auch hin mit den Löchern, mit dem Fensterbrett? Bohr weiter. Nach dem dritten Anstich ist Matthias zufrieden. Das sieht doch gut aus. Hast gehört, das sieht doch gut aus, immer weiter bohren. Der Sankt Gotthard von Roßwein ist durchbrochen. Fein gemacht. Komm, ich muss dich ja ab und zu mal loben, auch wenn es nicht stimmt.
Was das Improvisieren angeht, schlägt bei beiden die DDR-Kindheit durch. Ein Abflussrohr als Eisenbahntunnel. Es rutscht. Es geht durch. Gleisdreh dran geschmiert. Ja, immer doch. Das muss flutschen, das Ding. So, mir ist gut. Siehst du, das ist sogar ein Zug. Guck mal. Siehst du? Oh, cool. Ja? Wenn man da die Lok stehen sieht, ne, die steht da schon quasi auf dem Gleis. Und da freut man sich schon, was man werden kann. Ne? Schönes Gefühl, man wird ein Stück Gleis legen, Gleise holen, Platte machen, durchfädeln. Und da fährt dann hier der Zug durch. Ach was. Ja. Aber hier passen, denke ich mal, bis zwei durch, oder? Na, ja, drei. Drei, ja, wird eng. Ja, ist ja Worte bloß für zwei. Ja, drüben drei und hier zwei. Ja. Aber wenn es klappt, können wir auch drei machen. Nee, drei wird ja nicht. Schön. Passt. Weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht, hat Matthias in den letzten 4 Wochen ordentlich gerammelt, damit Heikes Küche vorankommt. Ein kleines Schmuckstück ist sie schon. Und heute soll sie fertig werden. Ein Schnäppchen war sie obendrein, hört man. Das ist eine 5.000-Euro-Küche. Wir haben sie aber direkt aus dem Laden abverkauft und haben dafür 1.990 Euro bezahlt. Also quasi weniger als die Hälfte. Und so liegt man noch im Budget drin. Und somit ist es perfekt, wird ein Schnäppchen fürs Schnäppchen haben. Heike war in der Zwischenzeit nicht faul. Sie hat ein weiteres Hobby für sich entdeckt. Dem Matthias seine Modelleisenbahn. Wenn ich was angehe, dann will ich das fertig kriegen. Dann will ich auch, dass es was wird. Aber manchmal fehlt eben der innere Schweinehund, nicht stehen wir auf. Sohnemann Svens innerer Schweinehund ist ja grundsätzlich unüberwindlich. Trotzdem werden jetzt Aufgaben verteilt. Schließe. Nee, jetzt muss erstmal die Hängeschränke. Hast du gedacht, ich kann das Teil mithalten? Nee. Ich kann das halten. Lass ihn fließen und wir tun den kleinen Schrank schon mal. Ja, was nützt uns das Leben? Der ist leicht. Ja, zum Anhalten. Zum ja, was nützt uns das? Aber du kommst jetzt fließen, kann ich überholen. Du bleibst jetzt hier und wir gehen jetzt fließen und machen sonst noch was. Was wollt ihr denn schon wieder sonst noch machen? Die Fliesen, beziehungsweise willst du erstmal die Hängeschränke dran machen? Also erst bohren, dann fließen und dann können wir die Hängeschränke reinhängen. Und dann sieht die Küche quasi top aus. Dann ist sie komplett. Mal einen Kaffee trinken. Ansonsten mache ich mal Cappuccino oder Latte. Manchmal auch eine andere Latte. Danke fürs Angebot, aber ein Gläschen Wasser tut's auch. Erst die Arbeit, du weißt schon. Das Bohren hätte ich auch machen können. Nee, jetzt nicht mehr. Nee, warte ich jetzt? Nee. Doch. Wenn du mir einmal das Angebot machst. Nee, halt fest. Ich übergebe dir feierlich die Bohrmaschine. Mit dem Bohren hat Heike ja schon Erfahrung. Wir denken an das Projekt Eisenbahntunnel. Aber hier geht es ja doch mehr um Millimeterarbeit. Wobei, das kann sich sehen lassen. Selbst ist die Sechsin. Akkuschrauber. Ist das etwas Sven? Wieso ist denn nicht auf seiner Couch? Ich hab fertig. Und als nächstes sehen Sie das sächsische Wunder der Auferstehung. Hinter diesem Vorhang. Soll ich euch die Tür aufmachen? Ja, machen wir die Tür auf. Ich liebe meine Küche. Sohn Sven ist nämlich noch mal von seiner Couch auferstanden und hilft seinem Stiefvater beim Tragen. Hosiana. Denk an die Scheibe. Gute Laune macht ihm das freilich nicht. Er sieht sich wohl eher als Märtyrer. Und? Passt? Du, ich glaube, der hängt. Das war mir klar, dass der hängt. Ja, soll der nicht hängen? Das ist doch ein Hängeschrank. Ach so, erst die Fliesen fließen. Und wie stellt sich der Sven dabei so an, der kleine Nieselbriem? Besser als gedacht. Weil er doch immer so ein kleiner Fauli ist. Keine Lust zu nicht. Aber wenn man antreibt, dann geht das dann. Dann klappt das. So, als nächstes werde ich jetzt mal hier die Fliesen anbringen. Ich werde mal noch ein bisschen abziehen. Eine Spur zu dicke. So, Fliesen ist eine Wissenschaft, das ist. Darum hat jetzt auch wieder der Meister selbst das Zepter in die Hand genommen. Zweiter Versuch. Doch Heike hat Ohren wie ein Adler. Das ist schief. Ja, das geht nicht, weil die Wand so schief ist. Nee, weil die Wand so hohl war.
Das habe ich jetzt auch gerade erst gesehen. Da hättest du noch was drunter machen müssen. Weil so hält die Fliese nicht. Da habe ich doch gerade drunter geschmiert. Ja, und wie sollten das da oben halten, wenn der Kit leer ist? Da oben, also hier hältst du. Das hältst du allgemein. Wisst ihr schon? Nee. Das muss dann erstmal ein bisschen anpappen. Nee, da hättest du wahrscheinlich noch mehr drunter schmieren müssen, dass du. Ja, dann mach du das mal bitte. Aber Heike konzentriert sich lieber aufs Mägeln und lässt Matthias friemeln. Ich hab schon mal was anderes einfallen lassen müssen. Das sieht scheiße aus. Das gefällt mir nicht. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, Matthias. Das gefällt mir nicht. Was ist denn das Problem? Das Problem ist, weil die Wand so einen Bogen macht. So, und ich kann ja mit den langen Fliesen hier im Bogen kleben. Das ist mein Problem. Heike! Was denn? Das sehe ich gerade, weil die Fliesen sind ja so lang. Und die Wand, die macht aber so einen Bogen. Du kriegst die nicht gerade drauf. Und wenn wir die zwei lassen? Wie die zwei? Die zwei rein. Zwei rein? Und dann hier ein Holz drüber. Wenn du quasi die Fliese meinst oder lässt und dann quasi von der Platte sowas und so eine Abschlusskante machst, dann denke ich, sieht das auch perfekt aus. Schön aus. Dauert zwar jetzt noch ein bisschen, wenn wir das bestellen müssen. Weil das gibt es ja nicht einfach mal im Baumarkt. Wenn da braucht man ja die gleiche Holzoptik. Und dann bestellen wir das und dann tun wir das fertig machen. Haben wir ja eine gute Lösung gefunden. Wir sind ja ideenreich und spontan sind wir ja. Und da denke ich mal, kriegen wir das dann halt später hin. Passt schon. Dann kann die Küche ja jetzt eingeweiht werden. So, die Pommes noch mit dazu. Ja, dann los. Das erste Mal in der Küche essen? Nee. Gut, hier fällt zwar der Fernseher. Kann man keine Schnäppchenhäuser mitgucken. Für mich ist es genial, hier zu sitzen. Das erste Mal im eigenen Haus, in der eigenen Küche. Bei schöner Tapete, weil ich bin ein London-Fan. Gerade Big Ben und sowas, da stehe ich total drauf. Das gefällt mir. Ja, wenn man so rausguckt, hat man die Stadt vor den Augen. Perfekt. Auf jeden Fall preiswerter als eine Wohnung in London mit Sachsen auf der Tapete. Wo wir gerade beim Geld sind, was macht denn eigentlich das Budget? Das Budget, das haben wir jetzt, also die 25.000 Euro, die haben wir jetzt komplett aufgebraucht. Das Gerüst zum Beispiel kam ja schon 4.000 Euro alleine. Ja, da sind wir jetzt erstmal bei null. Und jetzt machen wir so weiter, wie Lohn kommt. Wir gehen ja zum Glück alle arbeiten. Das ist auch relativ problemlos. Familie Liebscher. Arm, aber glücklich. Groß auf das, was wir geschafft haben. Und dass wir noch viele schöne Stunden hier haben und lange Zeit hier wohnen werden. Ein Ende kann ein Anfang sein. In der kurzen Zeit haben Heike und Matthias auf jeden Fall ganz schön was ins Rollen gebracht. Das Wohnzimmer zum Beispiel erstrahlt in hellen Farben mit einer gelungenen Mischung aus Fliesen und Laminat als Bodenbelag. Der Küche sieht man ihren Schnäppchenpreis in keinster Weise an. Und die London-Tapete setzt obendrein einen pfiffigen Akzent. Klein, aber oho, ist auch Matthias' Arbeitsraum, den alle nur das Cola-Zimmer nennen. Höhepunkt für unsere sexy Sachsen ist aber ganz klar ihr neues Schlafzimmer mit super großer Spielwiese. Denn fürs Sexeln ist immer die richtige Zeit. Der Traum vom eigenen Daheme hat sich für Matthias und Heike erfüllt. Und jetzt tanzen unsere beiden Schnäppchen Sachsen ins Glück. Na denn, macht's mal gut.